Steine. Da sind Steine. Da sind Steine. Wir laufen auf der Beine. Ein fett fröhliches Horridor an euch da draußen. Kätzchen macht ein Windgeflüstertes. Ich höre einen Bauer. Ja. Oh, und ich sehe, da laufen wir. Da steht ein Lost Wohnwagen. Steht. Das ist aber komisch. Lost Wohnwagen. Freunde, dahinter steht der Harry schön da. Am Ende der Straße und vor uns liegt ein riesengroßes, tolles Abenteuer. Im Vorbeifahren haben wir gerade schon gesehen, da stehen noch so ganz alte Trecker, eine Scheune. Und wir müssen aber wieder, na, wie das so üblich ist, da steht noch ein Wohnwagen. Da ist noch ein Hund. Da ist ein Wohnwagen. Da geht die Tür auf und so. Tja, spooky Wohnwagen hier. Deswegen sind wir ja nicht hier. Das war jetzt nur hier so ein kurzer Einstieg. Warum ist es immer so windig, wenn wir in Luxemburg sind? Krass.
Hey, hey, hey. Hier sind alles so alte Utensilien. Guck mal da, wo ist also noch gerade ein Fernseher eingepackt, hier eine Kiste. Da hat ein Schuh. Was ist das denn? Wofür hat man die denn aufgeschnitten und gesammelt hier? Das weiß ich auch nicht. Da hat jemand hier auch die Milchkartons gesammelt dann. Oh, der Boden hier. Da ganz alte Zeitung. 2010. 2010, 2011 sind da Zeitungen. Gut, das sind jetzt auch schon über 10 Jahre, ne? Hier sind auch noch viele Zeitungen. Gucken wir hier weiter. Der Mann hat alles, gesammelt. Guck mal hier. Deren Pöttchen hier. Die Milchtüten aufgeschnitten, gesammelt. Da sind alle Schuhbürsten drin zum Schuheputzen. Ich glaube, der hat so die ganzen Sachen so. Auch guck mal da oben. Leere Margarineboxen und so. Der hat so glaube ich, irgendwie so einen Tick gehabt und hat die ganzen Sachen gesammelt. Wir müssen aufpassen, da draußen ist. Auch guck mal, da geht's gleich. Da auch alles so Boxen. Alles voll Boxen. Wer weiß, wofür der die gebraucht hat. Knöpfe hier, guck mal da. Knöpfe gesammelt. Plastik. Guck dir diese Spinnenbaby hier an. Ratte. Ja? Alter. Guck mal, geht's hier hin. Der hat auch hier Toastbrotpapier gesammelt. Alles fein säuberlich. Komm, wir gehen mal gucken. Ach, guck mal hier, so ganz, ganz alte Gel für so Krücken. Wie krass. Guck mal. Boah, die sind aber auch wirklich, boah. Wann wurden solche Krücken benutzt, ey? Ach du jetzt guck mal, wie groß das Ganze aussieht. Oh, okay, jetzt hier nicht verwirren, ey. Ich werde irre. Guckt euch das an. Guckt euch das an, das ist doch Wahnsinn. Hier die alten Schränken. Da noch Sachen in Zellophan, Sachen, Papier eingepackt. Wie schön ist das alte Waschgeschirr hier. Hast du nicht gewaschen? Von 2003. 1969. So viele Post, die hier ungeöffnet ist, so teilweise da unten alles. Ach, guck mal, da so eine alte Uniform. Und da. Ja. 58 Führerschein. Führerschein aus Luxemburg von 1958. Freunde, das ist Wahnsinn. Guck mal, hier ist noch und guck mal, wie schön das, was das für ein altes, tolles Bett ist. Jedes Zimmer. Jedes Zimmer hat ein Bett, das ist ein Schlafzimmer. Überall hängt so ein kleines Kreuzchen da oben. Von 1952 mit Anleitung, Freunde.
Mega. Wer bist du denn, sag mal? Guck mal, hier geht's hin. Ja, mega. Ich nehme an, dass die ganze Scheune komplett hier auch voll mit Stroh gewesen ist. Hier oben, weil es ganz hier auch das Strohlager gewesen ist. Oder da ist die Heizung. Scheint irgendwie der Heizung oder so. Irgendwas zum Heizen gewesen zu sein. Ja, so eine. Wofür war die? Zum Schreddern. Die gehört. Was sie da rum? Sagt, sie hat so einen weißen Pulli an. Ja, Freunde. Ich hätte gedacht, die ist Bademantel. Ja, kann vielleicht auch sein, vielleicht war sie nackig. Ups. Freunde, aber haben wir nicht so viel versprochen. Was ein mega Abenteuer. Hammer. Aber wirklich Hammer. So tolle alte Sachen da drin gesehen und megantisch. Und wie immer. Müssen wir jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Gleich melden wir uns wieder. Hey, Devinska. So, jetzt haben wir ein richtig schönes Plätzchen gefunden. Jetzt lag ich hier unter den drei Eichen, unter den drei Linden. 4, 5. Yes, ist geil. Wie auch immer, hier sitzt ihr hier am Arsch. Wir sind
am Arsch der Welt. Hier darfst du nicht mehr weiterfahren, nichts mehr. Steht eine Mülltonne und ein Bänkchen. Extra für uns. Freunde. What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different. Bist du mit dabei? Yay! Scheiße! Ich wusste nicht, dass das so glatt ist. Ist das noch gut, das Pesto? 11.01.23. Zacka, wir hätten auch noch Würstchen, kennst du meinen? Die Würstchen, die können wir mit nachher in das Nudelwasser reinlegen. Dann werden die Würstchen noch heiß. Durchschlitz, durch den Schlitz. Duschschlitz, Duschlampe. Ah, ich seh dir. Ja, hier ich oben, ja. Der Ding an die Haare weg, ey. Was Kitchen-Bandana. Ja, guckst du, Nudeln kochen hier, weil die am Feld. Heiß! Wind! Alter, verwalt! Silvers Kochstudio ist hier jetzt. Gib lecker Geschmack auf, hat's jetzt hier. Und habt ihr gesehen, das kleine Blättchen, das kann gar nicht so schnell zittern, wie es friert, hier oben. Und ich hoffe, ihr könnt uns hören. Boah, das Essen ist jetzt endlich gelungen. Aber jetzt nochmal, war das nicht mega geil? Alter Verwalter. Was für eine Zeitreise. Ja. Also Achtung, ich spreche mit Mikrofon. Ich glaube, du musst lauter sprechen, Kätzchen. Sprech einfach nur mal lauter, schrei einfach ruhig mal. Was für ein Tinnitus, Tinnitus, Tinnitus! Was für eine Zeitreise, ne? Ja, sprechen Sie bitte laut ins Mikrofon. Ja. Also 55er. Ja, ja. 58er Zeit so. Die ja, ja. Habe ich da auch. Da habe ich da so was gefunden. Also so ein Angelheft habe ich gefunden da und von 58, wie man richtig angelt und was weiß ich nicht. Sieben. Ich habe Zeitung von 55 gefunden. Krass. Und der Führerschein war von 58. Ja, so lange dauert wohl was zu essen zwischendurch das Interview. Der Mann ist 27 geboren. Krass. Ja. Wow, dann wäre der jetzt 95, ne? 95 wäre er jetzt geworden, also wäre er jetzt, wenn er noch leben würde. Ja, Freunde, aber so toll, dann die zwei Trecker da, schade, dass die Frauen da, aber na gut, wir haben das Wichtigste, das Schönste, Tollste haben wir gesehen. Mega geil, also richtig, richtig mega geil. Haut die Kommentare voll, wie ihr die Zeitreise gefunden habt. Wie ihr die Zeitreise fandet, wie ihr die gefunden habt, ne? Wie, wo, auf lostplace.info. Freunde, nehmen wir mal ganz im Ernst. Wir hoffen, das hat euch genauso viel Spaß gemacht. Das war für euch genauso ein Abenteuer wie für uns. Wir hauen uns jetzt hier die Nudeln richtig schön rein. Wir haben jetzt 17 Uhr. Heute Abend wird die Uhr umgestellt auf morgen. Und Alter, morgen ist eine Stunde später. Dann ist morgen eine Stunde länger. Ihr merkt schon, wir haben Hunger ohne Ende. Heute wird morgen. Heute wird morgen, wenn Nacht dann dunkel. In diesem Sinne, Freunde. In meiner Seite wird ein. Kätzchen macht ein Loch da an ihrer Seite da. In diesem Sinne, Freunde, Abo. Hast du das Ding da? Mega geil. Ich habe das Ding da unten, meinte Kätzchen. Glocken, Daumen, mega Kommentare. Haut die Kommentare voll, Freunde. In diesem Sinne. Würden wir auch freuen über ein. Heißes Bockwürstchen.
Unterstützung? Ihr könnt uns natürlich auch unterstützen. Ne? Also ich meine, ihr supportet uns ja sowieso. Aber an der Stelle nochmal fettes Dankeschön an die ganzen Mitglieder, an die ganzen Supporter und klar, was hattest du jetzt, Reinchen? Die unteren Nudeln sind nicht der vernünftigen Nutzers gedeckt. Das ist sehr, sehr wichtig. Freunde, spätestens im nächsten Video mit leerem Mund sehen wir uns morgen im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Oh, es dampft.